Der Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come-In in Liebrach zu dieser besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenlicht brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Heute denken wir besonders an meine Ordensfamilie hier in Deutschland, Österreich und Tschechien. Wir bilden eine mitteleuropäische Provinz zusammen. Als Ordensmann fühle ich mich meiner Ordensfamilie verbunden, den Aktiven, den Älteren und auch den Kranken. Ich denke an unseren Nachwuchs im Orden. Ich denke an unsere einzelnen Klostergemeinschaften in Mainz-Bingen, in Mainz-Finthen, Burlo, Fulda, Gelsenkirchen, Hünfeld, Kronach, Nikolausdoster bei Neuss, in der Stiftung Heimatgeben in Oggelsbeuren, Zwickau, Maria Tafel in Österreich, Klokoti-Blasi und Tabor Klokoti in Tschechien. Ich denke an unsere Ehrenoblaten und unsere Gebetsgemeinschaften und Werke. Ich denke auch an unsere Ordensfamilie weltweit, an unsere Corona-Erkrankten und an die, die unseren Pflegedienst bei unseren Alten und Kranken leisten. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy und viele andere Kontaktmöglichkeiten. Für diese Menschen wollen wir hier heute an dieser Stelle besonders beten, auch über Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familie. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch interreligiös mit dem Wort